Yo. Okay. Yo. Okay. Ja, boah. Spoilert mich noch mehr. Klar. Alter, heftig. Alter, boah. Ganz neue Map. Sieht jetzt aus wie die Conquest Map. Ey, du hast diese Wort, dieses Wort-Relikt hast du sogar bei Jost. Ja. Okay, also die Map kommt mir auf jeden Fall ein bisschen größer vor. Alter, es ist voll spacig, die Farbe. Ich muss grad... Boah, Alter. Ich muss gerade überlegen, wo ich lang muss. Hä, aber irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an die alte Map. Warte, der Jungle ist größer. Ja, der Jungle ist größer in der Map. Da ist ein Speedbuff. Ja, sogar ein Speedbuff. Ja, genau, ein Speedbuff. Oh, der ist schon gespawnt. Ich muss mit meinem Leben gerade klarkommen. Ich bin einfach in der Mitte jetzt erstmal. Ich verstehe gerade gar nichts gefühlt. Scheiß auf alles andere. Erstmal ASAP in die Fresse. Oh nein, du hast nicht auf europäische Server Achso, das sind immer Ami-Server auf der Dings PTS. Ja. Die haben europäische Server von der PTS entfernt, deswegen. Ja? Ja, weil da eh niemand war. Ja, ich glaube. Das scheiße. Hab ich eh kein Game kostet. Mach noch nebenbei ein Ranking zum Runterkommen, ne? Ja, mach das. Nein! Nein! Ja, Scheiße, ich setz Brace an, ich hab 5 Leben zurückbekommen oder so. Digga, die 5 Leben haben die danach gelegt. Ja, ich glaube, Minions haben mir so viel Schaden gemacht, oder? Also ich habe 678 von Minions gefressen. Ja, okay, dann waren das Digga, Minions. Digga, die Jungle Camp Monster sehen auch ein bisschen krass aus. Warte mal, gibt's überhaupt noch einen Red Buff? Nein. Ja, aber was ist dann auf der rechten Seite? Nee, doch, Red Buff. Guck mal, hier gibt's einen Red Buff, aber der kommt voll spät erst. Wann kommt der? Keine Ahnung. Niemals. Schau mir, Bruder, wann kommt der? Niemals. Okay, der kommt bei Minute 2. Ah, okay. Der muss ja broken sein, wenn der so lang braucht. Ist so. Die haben das wahrscheinlich gemacht, dass man am Anfang nicht so extrem snowballen kann, dass jeder so farmt, weil davor ging es ja nur um den Red Buff gefühlt. Ja, und dann ist man am Anfang direkt gestorben, so für den scheiß Red Buff. Hier ist echt viel Farm jetzt auf der Map, kommst du mir vor. Ja. Du hast jetzt auf jeden Fall, guck mal, du hast ein Mid-Camp, du hast Back-Camps. Du hast sagen, zwei Camps, du hast ein neutrales Camp. Blue Buff, was ist da? Da ist ein Bull Demon, oder? Da ganz links. Ja. Kann ich ja gleich mal Conquest spielen hier zu 5 gegen 5. Ich schwör's dir. Vielleicht ist es auch die neue Conquest Map. Stimmt. Vielleicht ist es auch manuell neu. Genau, das. Guter Einwand. Ah, Kollege, wo bist du? Brauchen wir ein bisschen Action hier. Ich hab ein bisschen gefarmt. Achso. Axt in dein Face. Oder auch nicht. Oh. Aua. Okay, Digga. Kann sich auch entspannen. Ist nur ein Spiel. Ist nicht nur ein Spiel. Geht um Leben und Tod. Ja, schnell Wort, Digga. Wenn ich schon so eine Lick hab. Oh mein Gott. Wie der gleich abhaut, Alter. Kämpf ja, doch. Ich muss abhauen. Eigentlich nicht. Ah, Digga. Komm her, trau dich doch. Guck mal, Digga, ich trau mich wenigstens hier zu bleiben. Ja, ja, was hast du gesagt? Immer gehe ich in den Tower. Kurz mal das Maul gestoppt, Digga. Keine Sorge, du kriegst was, Digga. Ja, immer noch mit derselben Regel wie früher. Welche Regel? Ja, was der Verlierer sagen muss. Ach so, ja, schon. Safe. Okay. Safe. Jost, Alter, Snowballen geht los.
Ja, wie weit geht eigentlich dein Arm? Nein, ich dachte, du kommst rein. Bye, have a great time. Ah, oh, fuck. Bye, have a great time. Aua. Nein. Scheiße, da war ich greedy. Tot. Tja, ich würde mal sagen, Red Buff gehört mir. Ja, gönn dir, Bruder, gönn dir. Holen wir uns mal ein bisschen Lebensraub. Lebensraub? Ich werde mir erstmal Knochenbrecher holen. Was ist denn Knochenbrecher jetzt schon? Crusher. Crusher, Digga. Hä, du hast das Game doch auch auf Deutsch hin. Ja, ich merke mir doch aber die deutschen Namen so selten. Ich weiß eigentlich 80% der englischen und gleich. Ah, du Pisser. 5% in Deutsch und 5% in Englisch. Dachtest du, ich gehe mit Camp, oder? Ich hab nur gesehen, wie du da hingelaufen bist. Achso. Wie das aussieht, wenn du in Instakanz. 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 Instakanz, keine Angst. Da gibt's genug Instakanz. Ist so. Kennst du Instakanz, Angst? Ach, Sass. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Du hast keinen Autotext. Hä? Was ist da los? Warum trägt kein Autotext? Oh, war die Axt sexy oder war sie sexy? Nein. Die war scheiße. Ja. Aua. Sag den Gold. Oho, gar nichts mehr. Ciao, also Bruder. Ich locker viel, du Spaß. Digga, wie weit geht die, Alter? Ich dachte gerade, die hat mich gefragt. Juch. So, auf den Sch... Hat er gerade Brace aktiviert? Piss dich. Hier eine Ward, wenn ich schon einen hab. Ah, nein! Hier meine drei, wenn ich sie schon hab. Da hast du ein bisschen den Schaden unterschätzt, ne? Ja, ja. Darf nicht, dass die drei nicht jetzt so einfach killen. Der hat direkt 500 Gold mehr, Alter. Das ist so krank bei Joes. Also sieht der Bulldemon jetzt auch anders aus? Ich weiß nicht. Ich muss mal zu dem rüberlaufen. Lauf mal dahin, ich komme auch gleich. Okay. Na, ah, jetzt ist Red Buff auch getaucht. Bist du in der Base mal wieder, du Spast. Okay. Ah, warte mal, wenn du dein dein Relic upgradest, ne? Ja. Das ist auf Cooldown. Welches Relic? Das nimmt auch den Cooldown von deiner Ward mit. Wenn du deine Ward jetzt zum Beispiel änderst. Echt jetzt? Auf Relic, ja, ja. Bist du am Bulldemon? Hm? Nein, was soll ich am Bulldemon? Dann komm ich mal rüber. Verdammt! Ich wusste, dass du da warst, du Hund. Ich seh deinen Schatten, Digga. Und fiss dich von mir! Du Hund? Ich hab einfach deinen Schatten gesehen, das ist irgendwie komisch. Oh, meine Äxte sind so nice! Wo ging das hin, Bro? Meine Skill, Digga, sind oft scheiße. Shit. Der wirft sein Zeug, Digga. Muss mir keine Sorgen machen. Komm, geh doch Base draus, dich eh nicht. Oh, so, so.
Rock, ich sehe dich hier, das, aber ich kann hier nicht rüber. Und irgendwie schweben die Bäume hier. Ah! Die Bäume schweben halt einfach. Ah. Soll ich nicht sein? Bro. Bro! Ich hab ja Angst. Auf zu rennen. Leichte die Hunde. Komm her. Oh. Was? Ich bin noch in der Luft gewesen. Nein, Digga! Hey, ich war in der Luft. Oh mein Gott, lüg mal nicht. Das aber es hat gerade ein bisschen gelackt, Alter. Ja, das war echt komisch. So, was holen wir uns? Sollen wir mit physischer Verteidigung oder ohne? Mir egal eigentlich. Mach ohne. Lass Full Power gehen. Okay. Destroyed der halt einfach mein Middle Tower. Geht immer gar nicht. Ich hab dich gehört, verpiss dich. Da ist ein Bulli, mein Digga, schnapp ihn dir. Ich hab grad ne Wortzeit, das steht doch. Nein! Brenn in die Höhle, Bruder! Du Hund! Das ist trotzdem nicht dein Phoenix, oder? Das ist sowas von dein Phoenix, Ding. Scheiße. Oder? So. Ja. Ja, ja. Nein! Fuck. Oh mein Gott. Ich halte, sie hat keinen Bracer. Alter, der Ding sieht auch krass aus. Jo, was geht bei dem ab? Entspann dich mal. Guck mal bei den Minions in der Mitte, die sind bei mir viereckig so. Komisch. Hä? Sieht das bei dir auch so aus? Ja, bei mir sehen deine auch viereckig. Ah ja, die haben mir ja gesagt, die tun jetzt so machen. Ach, die sehen jetzt anders aus. Genau, Fire dass Minions. Man weiß, dass es Fire Minions sind. Stierend. Ich dachte, dieses Relikt geht weg bei. Was? Dings. Ich kann den jetzt doch eintauschen gegen was anderes. Ja, ja, kannst du doch. Okay. Ich dachte, der geht weg bei Level 12. Nee, nee, du kannst dich entscheiden, das Relic aufzuwerten oder dass es weggeht. Bei meiner Eier werte ich noch. Als wäre Beats und Egg ist nicht wichtiger halt. Ja, schon klar.
Tor, 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 nein! Tor, die Autotext gegen Ende waren gut, Alter. Hm. Ich glaube, ich habe verloren. Oder? Geh nix. Jetzt. Ah, ne. Ich habe echt verloren. Scheiße. Digga, der Titan macht ja mal 0 Damage. Macht der keinen Damage, der Titan? Doch, doch. Der war halt so weak wie du. Wie hässlich. Das heißt Joost, Alter. Ja, was würdest du sagen? Achso, ich bin deiner nicht würdig. Ja, so sieht's aus, Bruder. Wenn wir das bei Reaper machen, bringt er sich wahrscheinlich um. Ja, Mann. Okay, GG. GG. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.